This conference will now be recorded. Hi, hier ist der Bernd Welder von der PTV mit einer kleinen Session zum Thema balancierte Tourenplanung. Da ich immer wieder von Partnern und Ansprechpartnern gefragt werde, was denn balancieren bedeutet, beziehungsweise eigentlich sogar, wie es unter der Haube funktioniert, habe ich mir gedacht, ich mache mal einen kleinen Mitschnitt. Nicht allzu kompliziert, hoffe ich. Und ich lege erstmal los mit einer Standardplanung, also zu erklären, was es bedeutet, eine Standardplanung zu machen. Standardplanung heißt, dass wir mehrere Aufträge haben, mehrere Fahrzeuge haben und jetzt versuchen wir, die nach mehreren Kriterien wiederum optimal auszulasten. Und optimal heißt in diesem Falle, dass wir erstmal versuchen, überhaupt alles zu verplanen, dass wir das Ganze versuchen, mit möglichst wenig Fahrzeugen zu verplanen, dass diese Fahrzeuge möglichst kurze Touren kriegen, also entweder möglichst kurze Kilometer anfallen oder möglichst kurze Tourdauern anfallen. Und dann gibt es noch zwei weitere Kriterien, nämlich die Touren sollen nach Möglichkeit sehr früh beendet sein oder so früh wie möglich beendet werden und sie sollen so spät wie möglich starten. Das Ganze ist eine Standard-Tourenplanung. Heute soll es aber um balancierte Tourenplanung gehen und beim Balancieren kommt noch ein bisschen ein anderer Blickwinkel drauf und zwar versucht man da, alle Fahrzeuge zu benutzen und die dabei aber gleichmäßig auszulasten. So, was heißt jetzt gleichmäßig? Dafür gibt es auch zwei Kenngrößen, an denen man sich orientieren kann. Die eine Größe ist die Tourdauer eines Fahrzeuges oder jeder der Fahrzeuge. Also optimale, balancierte Lösung liegt dann vor, wenn alle Fahrzeuge gleich lange Tourdauer haben. Oder die zweite Option, die man hier berücksichtigen könnte, wäre, dass man möglichst gleiche Warenmengen transportiert. Nicht Auftragsmengen, das ist nochmal eine andere Geschichte, sondern Warenmengen. Gut, das mal dazu. Also das könnte man, das mit den Auftragsmengen kann man auch erreichen. Dafür muss man nur einen kleinen Trick anwenden, aber ist jetzt mal nicht Thema für heute. Gut, was heißt jetzt balancieren? Es gibt zwei große Verfahren, die wir hier an der Stelle einsetzen. Das eine ist das Guided Savings, das andere ist das Insertion-Verfahren und eigentlich möchte ich jetzt in diesen Slides hier nur kurz zeigen, wie man sich eine Guided Savings oder ein Insertion-Verfahren so gedanklich vorstellen kann. Es geht jetzt nicht darum, Quellcode anzugucken, sondern nur um ganz grobes Verständnis dieses Verfahrens. Stellen wir uns mal vor, ich möchte über 10 Fahrzeuge hinweg eine Tourenplanung machen mit einer bestimmten Menge an Aufträgen. Und jetzt geht unser internes Verfahren wie folgt vor. Erstmal versuchen wir, eine Standardplanung mit den 10 Fahrzeugen und einer bestimmten maximalen Tourdauer zu machen, beispielsweise mit 10 Stunden. Das Ergebnis kann jetzt in zwei Richtungen ausarten. Nämlich erstens, wir kriegen es hin, alle Aufträge zu verplanen. Vielleicht bleibt sogar ein Fahrzeug übrig. Wenn das der Fall ist mit dem Anfangssetting, dann entscheiden wir einfach, die Tourdauer von 10 Stunden zu verkürzen, beispielsweise auf 9 Stunden oder 8 Stunden und gehen dann nochmal in dieses Szenario rein, dann mit den korrigierten Werten. Das zweite mögliche Ergebnis könnte sein, dass wir alle Fahrzeuge benutzen, aber Aufträge nicht verplant werden. Das heißt, wir müssen die Tourdauer sogar verlängern, die maximale Tourdauer, um dann nochmal in diese Geschichte einzutauchen. Das Ganze wird wiederholt, angepasst, so lange, bis ein nach gewissen Kriterien ausgeglichenes Ergebnis vorliegt. Dafür habe ich jetzt auch mal ein kleines Beispiel. Schauen wir uns diese Planung an. Angenommen, in einem ersten Verfahrensschritt gehe ich mit 5 Fahrzeugen in dieses Verfahren hinein und mein erstes Standardplanungsergebnis mit einer maximalen Tourdauer, die jetzt vielleicht die 10 Stunden wäre, liefert mir ein Ergebnis, wonach ich mit nur 2 Fahrzeugen alle Aufträge verplanen kann und diese beiden Fahrzeuge haben vielleicht 98% Auslastung. Die Schlussfolgerung, die der Algorithmus dann ziehen würde, wäre, okay, wir müssen die Tourdauer verkürzen, die maximale Tourdauer verkürzen, um sozusagen zu erzwingen, dass weitere Fahrzeuge benutzt werden. Machen wir das mal. Im zweiten Schritt habe ich jetzt gerade vielleicht so wenig verkürzt, dass ich jetzt ein drittes Fahrzeug brauche. Diese 3 Fahrzeuge haben jetzt vielleicht eine Auslastung, die reduziert ist, aber ich habe immer noch nicht alle Fahrzeuge benutzt. Also entscheidet das Verfahren nochmals, die Tourdauer zu verkürzen und das Ganze nochmal zu verkürzen, so lange, bis wir alle Fahrzeuge benutzt haben. Aber es ist trotzdem noch nicht beendetes Verfahren, weil der Unterschied zwischen dem Fahrzeug, das am wenigsten Last hat,
und dem Fahrzeug, das am meisten Last hat, immer noch außerhalb einer gewissen Toleranz ist. Und deswegen verkürzen wir jetzt nochmal. Ich habe jetzt hier in dem Beispiel gedanklich eine Situation provoziert, wo ich sage, jetzt habe ich zwar alle Fahrzeuge ausgelastet und die sind auch einigermaßen gleich ausgelastet, aber ich habe immer noch einen Effekt, den ich nicht haben will, und zwar, es bleibt ein Auftrag übrig. Wenn das der Fall ist, jetzt machen wir die Entscheidung in die andere Richtung, jetzt verlängern wir die Tourdauer wieder und kommen dann vielleicht auf eine Lösung, die jetzt erstens alle Aufträge verplant und zum Zweiten die alle Fahrzeuge einigermaßen gleichmäßig auslastet. Dieses Verfahren nennen wir Guided Savings. Ist relativ, finde ich, relativ einfach nachvollziehbar, was da eigentlich unter der Haube passiert. Auch wichtig zu verstehen an der Stelle ist, dass hier ja mehrere Standardplanungen durchgeführt werden. Das heißt, die Laufzeit, die man mit diesem Ansatz und auch mit dem Insertion hinterher kriegt, ist tendenziell schlechter als bei einer einzelnen Standardplanung. Denn da wäre ich ja beim ersten Schritt schon fertig. Gut, das zum Guided Savings. Ich komme gleich zum zweiten Verfahren. Das ist das Insertion-Verfahren. Beim Insertion-Verfahren reden wir davon, dass die Aufträge, die vorliegen, erstmal in kategorisiert werden, wiederholt kategorisiert werden. Es gibt im Großen und Ganzen drei Schubladen, in die ein Auftrag gehören kann. Die erste Schublade, was hier als Order 1 dargestellt ist, bedeutet, dass ein Auftrag erstmal sowieso nur einem bestimmten Fahrzeug zugeordnet werden kann. Aus welchen Kriterien auch immer. Nur das Fahrzeug hat als einziges die entsprechenden Skills oder der Auftrag liegt geografisch so, dass die anderen gar nicht in Frage kommen. Das ist Kategorie 1. Was habe ich hier mit der Tabelle dargestellt? Das sind sozusagen die Kosten, die anfallen, wenn man einen bestimmten Auftrag einem bestimmten Fahrzeug zuweist. Also der Auftrag 1, wenn er dem Fahrzeug 1 zugewiesen wird, aufgrund der geografischen Lage, produziert meinetwegen 100 Kilometer Umweg, verglichen mit, wenn er nicht verplant wäre. Kategorie 2 bedeutet, dass ein Auftrag tendenziell von mehr als einem Fahrzeug angenommen werden kann, aber das sehen wir jetzt hier, also beide Fahrzeuge, Fahrzeug 1 und Fahrzeug 2, haben irgendeinen Kostenwert hinten dran stehen, der fällig wäre, wenn der Auftrag dem Fahrzeug zugewiesen wird. Aber der Kostenunterschied zwischen der günstigsten Variante und der weniger günstigsten Variante ist so eklatant groß, dass die Entscheidung einfach auf ein bestimmtes Fahrzeug fällt, in diesem Fall Fahrzeug 2. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie. Die dritte Kategorie ist derart, dass ein Auftrag sehr wohl von mehr als einem Fahrzeug übernommen werden kann und die mehreren Alternativen gar nicht so weit auseinander sind preislich, dass hier tatsächlich beide Fahrzeuge oder alle mehrere Fahrzeuge in Frage kommen. So, was passiert dann? Das Ganze wird iterativ arbeiten. Man verplant also erstmal alle Aufträge der Kategorie 1, die sowieso alternativlos sind. Dann verplant man die Aufträge, die zur Kategorie 2 gehören, also die zwar mehrere Optionen anbieten, wo aber eine der Optionen deutlich günstiger ist als die andere. Und anschließend kümmert man sich um die Kategorie 3, die also alle Aufträge beinhaltet, die von mehreren Fahrzeugen übernommen werden können. Und da kann man sich das jetzt so vorstellen, dass in dem dritten Schritt, ich mache das auch mal, stelle das auch mal noch grafisch dar, dass in dem dritten Schritt sozusagen immer ein Auftrag gepickt wird, der noch in Kategorie 3 ist. Dann wird entschieden, für welches der Fahrzeuge wird dieser Auftrag verplant. Damit erhöht man die Auslastung von einem Fahrzeug nach dem anderen Fahrzeug und ja, gewissermaßen baut sich die Tourstruktur von unten nach oben auf. Wenn man das nochmal vergleicht mit dem, was wir vorher gesehen hatten beim anderen Verfahren, dort hatte ich gewissermaßen dargestellt, dass die Tourstrukturen immer kürzer werden. Jedenfalls, wenn man erstmal zu großzügig rangeht an die Planung. Beim Balancing Insertion hat man anfangs kleine Touren, die sozusagen aus den Kategorien 1 und 2 bestehen. Und diese werden dann durch die Kategorie 3 immer mehr vergrößert. Gut, was haben wir noch dazu? Auch hier habe ich ein Beispiel. Stellen wir uns vor, am Anfang habe ich die Anfangssituation vielleicht auch mit einem Eingangsplan, der ziemlich heterogen verteilt ist in diesem Fall. Dann plane ich erstmal die Aufträge hinzu, die eindeutig sind, die also fest nach Kategorie 1 sind. Dann werden die Aufträge dazu verplant, die
zwar Alternativen haben, aber von denen eine der Alternativen deutlich teurer ist, beziehungsweise andersrum, eine der Alternativen ist ganz klar die günstigste, so rum. Und die werden dann auf ein bestimmtes Fahrzeug verplant. Im nächsten Schritt kommen dann die Aufträge dazu, die einigermaßen gleichmäßig zugeordnet werden können, aber die abwechselnd über verschiedene Fahrzeuge hinzugefügt werden, bis man am Schluss eine halbwegs gleichmäßige Planung hat für das gesamte Ergebnis. Okay, das war jetzt schnell und schmutzig, sollte auch nur ein kleiner Teaser sein dafür, wie man diese beiden Verfahren, Balancing and Searching und Guided Savings voneinander unterscheiden kann. Schauen Sie sich das gerne nochmal im Detail an, wenn Sie wollen. Wenn Sie Fragen zu den Verfahren haben, können Sie sich gerne bei mir selber melden. Mein Name ist Bernd Welter. Ich bin bei der PTV zuständig für den technischen Know-how-Transfer rund um unsere Entwicklerkomponenten. Und ich freue mich immer über ja, konstruktives Feedback zu meinen kleinen Filmchen. Das soll es gewesen sein. Besten Dank und tschüss.